Ja, bevor wir wieder auf die gefährlichen Irrtümer der verschiedenen Gruppierungen eingehen, wieder die ganzen Einzelkurznachrichten. Gerade habe ich geschaut, eine Sendung, ich glaube, das war die Universität Erlangen-Nürnberg, ja, zum Thema Experten, was ja jetzt bei Corona extrem wichtig ist. Wieso vertrauen wir Experten, die ein Geschäftsinteresse haben, ja? Und was läuft da schief in der Wissenschaft? Und dieses Gespräch von der Universität Erlangen macht uns ganz deutlich, wo der Grundfehler liegt im Umgang mit Wissenschaft, weswegen wir natürlich, die Next Scientists for Future.de, natürlich eine knallharte Wissenschaftsreform im Konzept haben, wo der Wissenschaftler beweisen muss, dass seine Forschungsergebnisse angewandt auf eine um seine Universität herumliegende Region sozusagen, ob es nachweisbar sein Forschungsergebnis, das Wohl, die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeit sozusagen der Menschen messbar und bewiesenermaßen verbessert, gemessen von der Neutralinstanz Bundeswahlleiter, Statistisches Bundes- und Wahlamt, ja, sozusagen. Und das ist eben, aber diese Universität, die plädieren natürlich für Narrenfreiheit, so ähnlich wie die Richter ja auch für ihre Narrenfreiheit plädieren, dass sie die weitermachen können, sozusagen sich im Elfenbeinturm amüsieren können auf Kosten der Gesellschaft, ja. Ja, das heißt, die wollen die Wissenschaftsfreiheit, wird da bezeichnet als ein hohes Gut. In Wirklichkeit ist die Wissenschaftsfreiheit die Freiheit, alles verkehrt zu machen, denn es gibt ja gar keine Kontrolle, ob ein Wissenschaftler im Dienste der Menschheit tätig ist oder ob er gegen sie tätig ist. Ja, das genauso beim Richter. Wir können ja bei der Narrenfreiheit, die die Richter im Moment haben, haben wir ja im Moment keine Möglichkeit, sozusagen Richter, die Täterschutz vor Opferschutz praktizieren, sozusagen in irgendeiner Weise auch wieder auf den richtigen Pfad der Tugend zurückzulenken. Die Möglichkeit haben wir nicht, sozusagen, ja. Denn es ist eben ganz klar, dass die Anreize eben falsch sind. Also Beispiel wieder. Also hier, dieser Richter, der erste Richter, der noch in der Wahrheit lebte, der sagt: Ich muss mich nur um die Opfer kümmern. Die Bürger sind meine Kunden. Für denen muss ich dienen. Aber die Verbrecher muss ich, mit denen muss ich so umgehen, dass die vom Weg des Verbrechens abgebracht werden. Und zwar zuverlässig. Egal mit welchen Mitteln. Gespräch, harte Strafen, was auch immer. Na, was halt wirkt, ja? Und dann kommt irgendwann der erste sich irrende Frührichter der Evolution. Und der sagt: Doch nein, also ich kriege eine neue, also unbewusst, also ohne dass es ihm bewusst ist, arbeitet sein Gehirn so in die Richtung: Ja, ich bekomme neue hübsche Assistentinnen, wenn mehr Straftaten begangen werden, wenn meine Täter zu Wiederholungstätern werden, zu Dauerkunden, und wenn ich die sozusagen eher schütze, also Täterschutz vor Opferschutz. Dann mache ich mehr, bin ich wichtiger, krieg mehr Assistentinnen, kann mit denen schön essen gehen und schönen Sex haben und so weiter. Und dadurch entsteht also eine Evolution, und dass der hier fühlt sich also belohnter und sozusagen und wird auch tendenziell, potenziell mehr Kinder in der Welt hinterlassen, gerade wegen des Sexes mit den Assistentinnen. Da wird es uneheliche Kinder geben oder ähnliches. Und dann hinterlässt er eben mehr Kinder als der gute Richter. Und dann breitet sich sozusagen seine Art, wie man Richter ist, sozusagen breitet sich einerseits mit seinen Nachkommen aus in der Evolution, andererseits auch, weil die anderen Richter halt sehen, dass der mit seinen
einem Konzept Richter zu sein, sozusagen so richtig glücklich und zufrieden ist. Und deswegen werden das andere Richter nachahmen, sozusagen. Während der hier weder viele Nachkommen haben wird, noch irgendwie Nachahmer findet. Und damit ist diese Art des Richtertums wird aussterben, zwangsläufig. Und deswegen ist es brandgefährlich, sobald wir es mit Marktbedingungen und Arbeitsteiligungsbedingungen zu haben, geht es nicht ohne ein planwirtschaftliches Schutzdach dagegen, dass also die Wohlfühlstimmen, die Sicherheitsstimmen der Bürger müssen über die Karrieren der Richter entscheiden, genauso wie eben die Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten der Bürger über die Karrieren der Wissenschaftler entscheiden müssen. Und deswegen der Spruch von der richterlichen Freiheit oder der Wissenschaftsfreiheit ist quasi der Wunsch, weiterhin Narrenfreiheit zu behalten und gegen die Bevölkerung arbeiten zu dürfen weiterhin. Aber das wollen wir halt nicht zulassen. Das wollen die Next Scientists for Future nicht zulassen. Ja? Dann wird richtig gesagt, ja, in diesem Universitätsgespräch, externe Berater machen die Politik. Vollkommen richtig, ja, so ist es. Aber die entscheidende Frage ist doch, sind es gute Berater oder schlechte Berater? Ja, also ist jemand, der von der Tabakindustrie bezahlt wird, ein guter Berater als Wissenschaftler für die Politik? Ich würde sagen, nein, ja. Oder jemand, der sozusagen gar nicht zu einer Wissenschaft gehört. Die Medizin ist ja ein Geschäftsmodell. Die pharmazeutische Industrie ist ein Geschäftsmodell, also der Studiengang Pharmazie und Medizin und so weiter. Das sind ja hundertprozentige Geschäftsmodelle. Auch die Teile der Psychologie, die also Psychotherapieausbildung machen, sind Geschäftsmodelle. Und von daher also sozusagen überhaupt nicht brauchbar dafür als externe Berater genutzt zu werden. Aber die Politik ist leider nicht in der Lage zu unterscheiden, dass selbstverständlich die Evolutionsverläufe in der Medizin und in der Wissenschaft generell zwangsläufig immer auch den Rahmenbedingungen folgen, nämlich den Marktrahmenbedingungen. Ja, hier haben wir wieder den Früharzt. Bei Corona haben wir ja das Thema, der einfach sagt: Ach nein, ihr müsst euch nur naturbelassen ernähren und euer tolles Liebesleben in den Kommunen weiterführen und dann seid ihr so ausgeglichen und habt so stressfrei und habt tolle Immunsysteme und dann braucht ihr euch über Kleinstlebewesen, wie die man dann später ja Viren und Bakterien genannt hat, überhaupt keine Gedanken zu machen und keine Sorgen zu machen. Und dann kommt irgendwann der erste Früharzt, der sich irrt und der sagt, nein, ihr könnt ruhig das ganze neumodische, denaturierte Zeug essen und Viren, und also diese Kleinstlebewesen, das sind die Killer, das sind die ganz gefährlich und ganz groß und ganz stark und allmächtig und so weiter. Und dann kaufen die Leute bei ihm hier seine Impfungen, Tests, Antibiotika, Bestrahlung, Chemotherapien, Operationen und er verdient richtig gut und wird richtig wirtschaftlich erfolgreich und hier kann er 2 Kinder, 3 Enkel, 2 Urenkel, also er ist dann sozusagen, er begründet die Großfamilie der Medizinprofessoren, zu denen dann zum Beispiel Professor Drosten gehört, ja, sozusagen, und Professor Lauterbach gehört, ja, von der SPD, ja, und die glauben dann wirklich ihre gewinnbringenden, vorteilbringenden und karrierefördernden Irrtümer. Zwangsläufig. Und wenn man jetzt auf diese Mainstream-Mediziner hört und gar nicht erkennt, dass sie die gleichen Geschäftsinteressen haben wie ein Versicherungsvertreter, der uns allen immer Angst machen muss, damit er möglichst viele Versicherungen verkauft. Und am besten ist es, wenn er selbst glaubt, dass das Leben überall extrem gefährlich ist. Ja? Und und jetzt müsste die Politik leider intelligent genug sein, dass sie erkennt,
sie darf niemals Mediziner oder Pharmazeuten und ähnliche Berufsgruppen niemals als Experten heranziehen, sondern nur solche Dinge wie die Next Scientists for Future vom Weltrat, die also sich sozusagen alle Sicherheitsmechanismen eingebaut haben, dass dort niemals irgendwelche Finanzinteressen die Oberhand gewinnen können, irgendwelche Geschäftsinteressen, sondern das Wesen des Next Scientists for Future und des Weltrates ist genau dieser Blick. Wo werden wir selbst korrumpiert, eventuell durch finanzielle Verlockungen, und wie können wir uns davon völlig frei machen und deswegen eine naturwissenschaftlich präzise Expertise der Politik geben und so weiter. Ja, also damit eben dann die richtigen Entscheidungen gefällt werden. Und wir hätten sofort bei Corona gesagt, die Next Scientists for Future, der Weltrat äußert sich ja gar nicht zu Corona, sondern nur die Arbeit, der Arbeitskreis des Weltrates Next Scientists for Future, die wagen sich quasi in die Schlacht und sagen, ja hoppla, wir hätten da also abwarten müssen, hätten abwarten müssen, bis wir vielleicht 70% der sozusagen Intensivbetten voll gehabt hätten. Und bis wir klare Informationen über wirkliche Killereigenschaften eines Virus bekommen hätten. Und dann hätten wir einen knallharten Lockdown machen müssen, damit wir dann nicht die 100% belegten Intensivbetten erreichen, sozusagen, ja. Aber genau das ist nicht geschehen, weil man auf die Gefährlichkeitsüberschätzung der Mainstream-geschäftsinteressierten Medizin- und Pharmaindustrie gehört hat und damit also die falschen Berater sozusagen genommen hat, ja. Also wir müssten aus der Wissenschaft, die Maßnahmen, nämlich diese Reform, dass die Wissenschaftler sich anhand der Wohlfühlstimmen, der Gesundheitsdaten und der Langlebigkeitsdaten der Bürger beweisen müssen, das würde dazu führen, dass das Geschäft rausgeschmissen würde aus der Wissenschaft. Ja, die Medizinindustrie kann doch ihre Privatakademien machen und sozusagen, und die Pharmaindustrie und die Psychotherapieindustrie, die können doch ihre Privatakademien machen, wo sie ihre Leute, ihre Geschäftsleute ausbilden, aber Wissenschaft und Geschäft dürfen nicht verfilzen werden miteinander. Ne? Also natürlich darf es auch niemals Drittmittel in echter Wissenschaft geben, ja? Denn dann bedeutet es ja, dass die Wissenschaft zur Dienstmarkt der Konzerne wird. Und genau das ist geschehen, weswegen wir ja immer sagen, der Großteil der Wissenschaft ist sozusagen Pseudowissenschaft, und deswegen ist auch die Wissenschaftsfeindlichkeit, die auch Thema dieses Universitätsgespräches war, auch vollständig berechtigt, auch wenn sie viel zu klein ist, nur etwa 20% sozusagen hinterfragen sozusagen die ja letztendlich die Wissenschaft, ja. Und ja, und das ist eben, und tatsächlich müssen wir ja in der Evolution eine Tendenz zu mehr Aberglauben haben. Ja, ich habe es ja eben geschildert, dass sich überall die wahrheitsorientierten Geschäftsleute aussterben und überall die Träger von gewinnbringenden Irrtümern, karrierefördernden und vorteilbringenden Irrtümern sich in allen gesellschaftlichen Teilbereichen sozusagen immer durchsetzen müssen. Und dadurch steigt der Aberglaube notwendig an, auch wenn so ein paar Wissenschaftler sich dagegen wehren. Ja, und wir müssen das eigentlich so beschreiben, ja. Dann wurde auch gesprochen in dem Gespräch über Verschwörungstheorien sozusagen. Und genau das ist der Punkt, dass die Experten
eben Verschwörungstheoretiker heutzutage sind, auf die die Politik glaubt. Denn diese Experten glauben, also Verschwörungsnarrative haben, die haben nämlich das Narrativ, dass sich die Viren und Bakterien, die Teil unserer ganz normalen Evolution sind, dass die sich quasi mit aller Macht irgendwie verschworen hätten gegen uns und gegen unsere Gesundheit, was nicht der Fall ist, ja? Das heißt also, eigentlich ist Herr Professor Drosten und Professor Lauterbach sind Verschwörungsgläubige, Verschwörungsnarrativgläubige, Verschwörungstheoretiker, weil sie die Theorie haben, dass Viren und Bakterien grundsätzlich bösartige Absichten gegen uns Menschen hätten. Und das stimmt einfach nicht. Ja, ein erfolgreicher Virus ist immer der, der in einem Wirt in Harmonie wohnt, aber ihn nicht umbringt. Denn wenn er ihn umbringt, stirbt auch der Virus selber, ja, sozusagen. Ja. Er muss den Wirt dazu bringen, dass er seine Kinder quasi aushustet und ausniest und ausschnupft und so weiter, aber nicht umbringen. Ja? Also deswegen die Evolution der Viren und Bakterien hat sich nicht verschworen gegen uns Menschen, aber Professor Drosten glaubt das und Professor sozusagen Lauterbach glaubt diese Verschwörungstheorien, ja? Und deswegen, und die anderen Verschwörungstheoretiker glauben wiederum, dass da böse Menschen seien, die uns irgendwie Böses tun wollten. In Wirklichkeit sind es einfach nur Irrtumsträger, ja? Also also die These der Naturwissenschaft ist immer bis auf Weiteres immer die Grundthese: Niemand hat böse Absichten, alle irren sich. Und aufgrund des Irrtums und der Tatsache, dass sie Verschwörungstheoretiker sind wie Professor Drosten und Lauterbach, werden sie für uns gefährlich, ja? Und übertreiben und beraten die Politik einfach falsch, weil sie mit ihren pseudowissenschaftlichen Verschwörungstheorien die Gefahren von Viren und Bakterien grundsätzlich und immer wieder überschätzen. Wie bei der Schweinegrippe hat ja Professor Drosten damals schon die Gefährlichkeit drastisch überschätzt und heute dann wieder, ne? Ja, also neu ist jetzt dieser Gedanke, dass ja die vermeintlichen Experten ja auch Verschwörungstheoretiker sind. Ja? Und das müssen wir uns mal ganz klar machen, ne? Nur dass sie eben glauben, dass die Viren und Bakterien sich gegen uns verschworen hätten, ne? Ja, dann nächster Punkt. Nächste Internet-Fernsehsendung. Wer so immunstark ist, dass er keine Antikörper entwickeln kann, wird überall ausgeschlossen werden, ja? Denn überall sollen ja die Leute quasi einen Test vorweisen, der Antikörper bei ihnen nachweist. Wenn aber jemand so gesund ist und so immunstark ist, dass der die quasi die Viren gar nicht in den Körper reinlässt, in die Blutbahn reinlässt, in die Zellen reinlässt, dann kann er auch keine Antikörper. Also wer eine gute Erstabwehr hat, der kann dann auch gar keine Antikörper entwickeln und der wird dann überall ausgeschlossen, obwohl er der gesündeste Mensch der Welt ist. Dass solche Verrücktheiten werden jetzt auf uns zukommen, denke ich, ne? Ja. Und dann muss man sich klar sein, dass die Evolution aller Medien, da wurde dann geklagt darüber, dass die Medien irgendwie nicht mehr ihre Funktion erfüllen würden. Nein, das ist falsch. Die erfüllen genau die Funktion, die sie erfüllen müssen. Ja? Also die Medien müssen die Funktion erfüllen hier. Ja, wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen, sagen wir mal, 20% seiner Gelder von Konzernen, von pharmazeutischen Konzernen, von Medizinkonzernen aller Art bezieht, ja, dann kriegt ja jeder Mitarbeiter der Medien, der öffentlich-rechtlichen Medien, bei den privaten sind es ja 100%, ja, aber bei den öffentlich-rechtlichen jeder ein Fünftel oder ein Viertel oder ein Drittel seines Gehaltes von den pharmazeutischen Konzernen und der
Medizinindustrie. Und natürlich wird deswegen in den Medien immer eine Evolution entstehen, dass der Journalist, der sich irrt und eben sehr stark den pharmazeutischen Industrien glaubt und deren Experten folgt sozusagen, wird sich immer in den Medien, in allen großen Medien immer durchsetzen sozusagen und ausbreiten, während der skeptisch ist gegenüber der pharmazeutischen Industrie und der Medizinindustrie und damit seinem Brötchengeber gegenüber skeptisch ist, der wird immer im Medizin, also im Medienwesen immer schlechte Karten haben und wird tendenziell aussterben. Sodass also man sagen kann, die Medien erfüllen ihre Arbeit. Sie bekommen ein Fünftel, ein Viertel, ein Drittel ihres Gehaltes von der pharmazeutischen Industrie und natürlich entwickelt sich eine Evolution aus lauter medizingläubigen und pharmaziegläubigen Journalisten. Und dann ist es zwangsläufig, dass die Journalisten ohne böse Absicht selbstverständlich alle Botschaften, alle Narrative der medizin- und pharmazeutischen Industrie einfach wiederholen und verbreiten, ne? Weil sie selbst daran glauben. Also von daher ist es so, die Idee, die Journalisten würden ihre Arbeit nicht richtig machen, ist völlig falsch. Sie machen das, was das System hergibt. Ja, also wenn die Politik und so weiter und wenn alle Systeme sozusagen abhängig gemacht werden von meiner Wohlfühlstimme, meiner Sicherheitsstimme, meinen Gesundheitsdaten und von meinen Langlebigkeitsdaten, dann wird das politische Wesen sich nach den richtigen Experten umschauen und wird die verschiedenen Experten sozusagen alle prüfen und zu Wort kommen lassen, denn für den Politiker bedeutet es dann das Aus, wenn sozusagen er sozusagen das sichere Aus, wenn die Wohlfühlstimmen, stellen wir uns jetzt vor, wir hätten jetzt schon die Wohlfühlstimme jetzt bei Corona, ja? Herr Söder zum Beispiel hat jetzt große Zustimmungswerte, Frau Merkel hat auch große Zustimmungswerte in den Bundestagswahlumfragen sozusagen. Aber wenn die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten gemessen würden und man jetzt feststellen würde, dass in Bayern in Wirklichkeit die Leute leiden, unglücklich sind, viele Selbstmord begehen, die Langlebigkeit also verkürzt wird und die Wohlfühlstimmen schlechter ausfallen und die Gesundheitsdaten schlechter ausfallen, dann würde man jetzt plötzlich feststellen, ja, dass letztendlich der Herr Söder Bayern geschadet hätte, ne? Und dann würde ihn trotz bisheriger toller Umfragewerte würde niemand mehr Herrn Söder wiederwählen, weil die Wohlfühlstimmen eindeutig beweisen und die Gesundheitsdaten eindeutig beweisen, dass Herr Söder Bayern geschadet hätte. Ja, und während, wenn vielleicht Herr Laschet oder so von Nordrhein-Westfalen, der Ministerpräsident, wenn der jetzt bessere Wohlfühlstimmen und bessere Gesundheitsdaten hätte, also ich würde im Moment ja auch eine schlechte Wohlfühlstimme abgeben, weil man mir ja meinen Sport untersagt, denn man sagt ja quasi die Drohung, wenn du in deinen Sportverein gehst und dann irgendwie danach jemand hustet und so verrückt ist, zum Arzt zu gehen und sich testen zu lassen, dann wirst du danach in das Zuhause in ein Quarantänegefängnis, in eine Quarantänegefängniszelle eingesperrt, obwohl du überhaupt nicht krank bist und obwohl auch derjenige, der gehustet hat, eventuell dann auch überhaupt nicht krank wird, sondern gar nichts hat und niemand von dem Sportverein irgendwas hat, wird aber der gesamte Sportverein eingesperrt ins Quarantänegefängnis. Und damit ist das eigentlich ein Sportverbot, ja, weswegen ich auch nicht zum Sport gehen kann. Denn ich habe keine Lust, 2 Wochen sinnlos im Gefängnis zu Hause zu sitzen. Schluck Wasser. Schluck Leitungswasser. Leitungswasser wurde geprüft, angeblich so gesund, aber Vorsicht,
Da brauchen wir auch die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten, denn die Wasserwerke untersuchen genau die Gifte nicht, die sie nicht wegkriegen. Und dadurch ist natürlich die Behauptung, das Wasser sei gesund, natürlich nicht bewiesen, naturwissenschaftlich sozusagen. Bewiesen ist es erst, wenn die Gesundheitsdaten außergewöhnlich gut sind von den Nutzern eines Wasserwerkes, ne? Ja, die Next Scientist deswegen, also gerade eben, weil die Next Scientists das wissen, dass die Medien wegen dieser finanziellen Abhängigkeiten von der pharmazeutischen Industrie, die öffentlich-rechtlichen Medien, wegen ihrer finanziellen Abhängigkeit von der pharmazeutischen und Medizinindustrie gar nicht anders können. Deswegen wird bei den Next Scientists for Future immer darauf geachtet. Also alle deren Internetfernsehsendungen werden nirgends mit Werbung belegt, es sei denn, es machen andere Sender, ja, aber die Sender, denen wir unsere Sendung aktiv zur Verfügung stellen, diese Sender dürfen niemals Werbegelder einnehmen oder irgendetwas, denn schon wäre die Korruption da, ja, und die Verfälschungstendenz da, ja. So, und dann eine andere Internetsendung berichtet über die Kölner Polizei, sozusagen. Da erstens wird behauptet, und das kann ich nur bestätigen als Zeuge, dass in Köln bekanntermaßen viele, viele Linkskriminelle seien. Das kann ich nur bestätigen, das ist meine Erfahrung auch. Und diese Linkskriminellen haben auch Fridays for Future unterwandert und begehen dort ihre von mir wahrgenommenen strafbaren Handlungen, ja, die ich beeiden kann und so weiter, ja. Und dann Klima, sozusagen. Ja, das Klima war wohl für diese Linkskriminellen immer nur ein Vorwand, denn die bekämpfen unser Angebot, den Kohlestopp 26 noch schaffen zu können. Noch, vielleicht noch kann man es schaffen, Kohlestopp 26, irgendwann wird es 27 werden müssen, aber noch könnten wir wahrscheinlich den Kohlestopp 26 schaffen und den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan können wir selbstverständlich jederzeit schaffen. Fürs Klima, für den Klimaschutz. Aber diese ganzen Linkskriminellen, für die war das ja nur ein Vorwand mit dem Klima, denn wahrscheinlich, das könnte ja sein, wieder mal eine Hypothese, müsst ihr prüfen, dass es darum geht, eher eine revolutionäre Stimmung zu schaffen unter dem Vorwande des Klimathemas und dass deswegen eine Lösung des Klimaproblems das absolut unerwünschteste ist, was es geben kann, ja? Denn eine revolutionäre Stimmung kann man nicht erzeugen, wenn der Kohlestopp 2026 Realität geworden ist und der 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima erfolgreich am Laufen ist, sozusagen. Ja, also dann berichtete die Internetsendung, Fernsehsendung, dass die Kölner Polizei eben gegen die Bürger handeln würde. Das kann ich auch bestätigen. Also die Kölner Polizei, da ist dieses Prinzip, Täterschutz geht vor Opferschutz, so eine Art Solidarisierung mit den Verbrechern ist da sehr weit gediehen. Ich habe es ja vorhin schon geschildert, dass die Evolution zwangsläufig in diese Richtung laufen muss, dass also die Polizei immer ineffizienter werden muss, dann immer mehr Kollegen eingestellt, dann werden hier die sich irrenden Polizisten wieder die Vorgesetzten der neuen Mitarbeiter und können toll Karriere machen, je schlechter sie für die Bürger arbeiten und je mehr sie in eine unbewusste, nicht bewusste Komplizenschaft mit den Verbrechern einschwenken, sozusagen. Und das kann ich beeiden, dass das auch meine praktische Erfahrung mit der Kölner Polizei ist, ja? Die verhält sich in vielerlei Hinsicht wie ein unbewusster Komplize der Verbrecher. Ne? Na, schön, dass diese Internetfernsehsendung das nochmal bestätigt hat, was ich so als Erfahrung auch beeiden kann. Ne? Ja, dann werden Grippetote
Ich glaube, Bodo Schiffmann sagt das, also Bodo Schiffmanns Sendung, ja. Er hat natürlich auch einen Schwachpunkt. Er ist Arzt, Bodo Schiffmann, ja. Und auch er verherrlicht hier, auch er ist aufgewachsen und er ist ausgebildet worden in einer irrtumsbelasteten, also von gewinnbringenden Irrtümern angefüllten Medizinindustrie an der Universität sozusagen. Und er verherrlicht eben immer noch diejenige Medizin, paradoxerweise, die uns diese Gefährlichkeitsübertreibung gerade erst gebracht hat. Also einerseits kritisiert er zu Recht die Gefährlichkeitsübertreibung seiner medizinischen Kollegen. Aber er verherrlicht wieder in anderer Hinsicht die Medizin, indem er immer wieder sagt, ja, ach, die Leute würden ja jetzt möglicherweise massenhaft sterben, weil sie nicht wegen Krebs oder Herzinfarkt behandelt werden. Ja, vielleicht beim Schlaganfall, ja, kann schon sein, dass die Lysespritze, die Blutverdünnungsspritze, also da manches Leben schützen könnte oder retten könnte noch irgendwie so. Aber vielleicht ist es genau umgedreht. Vielleicht ist es gerade so, dass viele Leute den Krebs deswegen überleben, weil sie der Chemotherapie entgehen und den Operationen entgehen. Ja, vielleicht gibt es da dann viele Spontanremissionen. Also das wäre, als Naturwissenschaftler würden wir sagen, das ist keine bewiesene Geschichte, dass also jemand, der keine Chemotherapie bekommt, eine kürzere Lebenserwartung hat als derjenige, der operiert wird und eine Chemotherapie und Bestrahlungstherapie bekommt. Dafür hätte ich gern erstmal einen naturwissenschaftlichen neutralen Nachweis von Wissenschaftlern oder den brauchen wir von unserem Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, wo also keinerlei wirtschaftliche Beziehung zu irgendeiner Medizin- oder Pharmaindustrie bestehen darf, in keinster Hinsicht, ne? Wer jemals irgendeinen Berührungspunkt hatte mit Medizinindustrie und Pharmaindustrie, darf niemals dann im Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden tätig werden, ja? Weil das eben immer diese Korruptionsgefahr und Verfälschungsgefahr mit sich bringt. Ja, und Bodo Schiffmann sagt wahrscheinlich zu Recht, dass man dieses Jahr eben lauter Grippetote eben dadurch als Corona-Tote gezählt hat, dass ja der Test sozusagen jeder Grippetote ja auch immer ein paar Coronaviren in sich trägt. Und ja, und dadurch, also, und die Frage ist eben, wie viele von den 8000 angeblichen Corona-Toten waren gar keine Corona-Toten? Professor Klaus Püschel oder so ähnlich hat ja gesagt, dass er also bei seinen Obduktionen also praktisch nur winzigste Personenzahlen gefunden hat, die tatsächlich an Corona gestorben sein könnten, während alle, die er sonst obduziert hat, an anderen Ursachen gestorben sein dürften. Ne? Ja, und dann, ja, gehen wir doch mal hier weiter vor. Ja, und im Moment läuft wahrscheinlich in den USA ein Krieg zwischen der Pharma- und Medizinindustrie mit allen beteiligten Ärzten und so weiter und Apothekern gegen Trump. Also Trump will ja eigentlich, dass die Wirtschaft wieder brummt und er will eigentlich das Virus ignorieren, während also alle Ärzte und Pharmazeuten und so weiter natürlich munter drauf los testen wollen und die Gesundheitsämter, die ja auch von Ärzten verfilzt sind sozusagen, munter drauf los testen und dadurch dann die lauter Testpositive haben, die dann in der Bevölkerung den fälschlichen Eindruck auslösen, es handele sich um Kranke und zwar um schwer Kranke oder Todkranke gar. In Wirklichkeit handelt es sich nicht nur um möglicherweise Falsch-Test-Positive und jedenfalls erst einmal um Nichterkrankte. Ja, und da geht es eben dann eben, und da wird wohl Trump keine Chance haben, denn die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie ist in den USA sicherlich reicher und mächtiger als Donald Trumps. Ja? Also von daher wird er diesen Krieg nicht gewinnen können. Ja? Und dann, ja, dann kam die Meldung im Internetfernsehen, dass 30 bis 50% die häusliche Gewalt angestiegen ist, auch gerade gegen Kinder. Ja, das ist ganz normal. Und jetzt können wir uns schon mal die Normalverteilung aufmachen. Ja, also hier nochmal unser Corona-Bildchen. Machen wir uns die Normalverteilung auf. Also was schätzen Sie?
Wer wird in erster Linie seine Kinder schlagen? Hier die hochgebildeten, hochqualifizierten Eltern. Ich muss erst wieder erwähnen, hier der größte antiwissenschaftliche Aberglaube der Gesellschaft ist der, dass alle Menschen gleich intelligent seien, dass alle Genies seien. Die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Wir haben eine Gehirngrößenspannweite zwischen 900 Milliliter und 1500, 2 Liter. Also wir haben zwischen 900 Milliliter und 2 Liter und einen Durchschnittswert von circa 1350 Milliliter im Moment bei den Gehirnen. Und die mit den 2 Litern sind mit gewisser Wahrscheinlichkeit, also intelligenter und auch lebensklüger als die anderen. Und hier die mit den 900 Millilitern sind mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch lebensdümmer und weniger klug und haben auch niedrigere Intelligenzquotienten. Wobei ja die Korrelation zwischen Schulnoten und Intelligenzquotienten schon weit unter 1 liegt, also nicht 1 ist sozusagen. Und auch die Korrelation zwischen Intelligenz und Lebensklugheit und wissenschaftlicher Klugheit und so weiter bei weitem auch weit von 1 entfernt sein dürfte. Ne? Ja, aber ich vermute, dass hier diese Personengruppen ihre Kinder verprügeln jetzt in Corona-Zeiten, na, und häusliche Gewalt praktizieren gegenüber Frauen und so weiter und Frauen ihre Männer schlagen, Männer ihre Frauen schlagen und so weiter. Ja, und dann hatten wir die Gemeinwohlökonomie mal wieder eine Sendung, schon wieder einmal eine. Und da zeigte sich wieder, diese Wettbewerb und Leistung sind für die sozusagen, also so wie sagt man, abgelehnte Begriffe, ja. Das ist die Frage, wie weit, also der Bonobo-Kommunismus, also gucken wir uns den Bonobo-Kommunismus nochmal an hier, wie weit der Bonobo-Kommunismus, also Kommunen bis zu 120 Individuen mit ihren Nachbarkommunen, in die die Kinder, die Töchter abwandern und wo dann die Enkelkinder geboren werden. Ja, das ist sozusagen unwahrscheinlich vor 400.000 Jahren unsere natürliche Lebensweise gewesen. Also natürlich müsste man sie dann Kommunismus des späten Homo erectus nennen, aber ich nenne es der Einfachheit halber auch Bonobo-Kommunismus, also der fellosen Bonobos vor mit viel größeren Gehirnen vor 400.000 Jahren. Das war unsere Naturlebensweise höchst möglicherweise. Also wir wollen das, dafür gibt es keine absolut sicheren Beweise, sondern nur wissenschaftliche Hinweise, die ich ja schon oft genug genannt habe. Deswegen nochmal der Hinweis auf all die anderen über 500 Sendungen. Sie müssen diese studieren, sonst werden Sie die Next Scientists for Future nie verstehen. Genauso auch die 6 Homepages. Sie müssen einfach alles anklicken, was Sie anklicken können, hier jetzt unter dieser Sendung alles anklicken, ja, was kann man alles anklicken? Natürlich die Sender anklicken, dann kann man da wieder alles durchklicken. Wenn Sie nicht alles anklicken, werden Sie weder die 6 Homepages finden, noch alle Sendungen finden und so weiter. Sie müssen alles anklicken und durchlesen und durchklicken. Nur so ist das bei uns gedacht, dass man das gründlich studiert, ne? Ja, und in der Evolution ist es eben so, ja, dass hier, ja, dass wir, gehen wir mal kurz drauf ein, ja, also, dass eben, also eine völlig wettbewerbsfreie Situation gibt es im Bonobo-Kommunismus nicht. Und eine völlig leistungsfreie, denn nur die Männer, die es leisten, und besser als andere im Wettbewerb in der Lage sind, den Frauen und Kindern viele herrliche reife Fruchtbäume und Gemüse und Pflanzen und so weiter, eventuell auch mal einen kleinen Affen sozusagen, zu schenken. Diese
kriegen den größten Zugang zu den Eizellen der Frauen in der Bonobo-Kommune, aller Frauen in der Bonobo-Kommune. Und die Frauen haben genetische Mechanismen, dass sie eben diesen Männern hier, die sehr wenig Geschenke den Frauen und Kindern machen, nur ganz selten den Zugang zu einer Spermien sozusagen, nur ganz selten den Zugang zu den ihren Eizellen gewähren. Und das sind interne, körperinterne, genetisch programmierte Mechanismen, und die ziemlich gut arbeiten. Ja? Auch wenn die Frauen alle mit allen Männern in der Kommune Sex haben, dann werden zu den Eizellen zugelassen nur bestimmte Spermien sozusagen. Ja? Das ist eigentlich auch eine gewisse Leistungsgesellschaft. Und die Frage ist, ob wir, natürlich können wir, wenn wir die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft weltweit abgeschafft haben, können wir ganz entspannt sein, brauchen nur noch 3 Stunden am Tag zu arbeiten, können in vielerlei Hinsicht relaxen. Aber dass es sich um eine völlig eine Nicht-Leistungsgesellschaft handeln würde und eine Nicht-Wettbewerbsgesellschaft, da weiß ich, bin ich nicht so sicher. Aber darüber kann man ja dann diskutieren. Ja? Gut. Dann Julia Klöckner, oder ja, jedenfalls Bundesministerin Klöckner, Ernährungsministerin Klöckner sozusagen, von der zu verlangen, dass die irgendwas für gesunde Ernährung tun sollte, ist völlige Illusion. Das geht nicht, ja? Also sozusagen nur hier über die Wohlfühlstimmen. Ja, wenn hier das planwirtschaftliche Schutzdach, Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten entscheiden über alle Verdienstzuschläge, dann wird jeder Lebensmittelhersteller seine eigenen bisher gewinnbringenden Irrtümer hinterfragen und wird stattdessen die zukünftig nur noch gewinnbringenden Wahrheiten. Er wird also nur noch gewinnbringende Wahrheiten übernehmen und neu dazulernen und wird uns alle mit kerngesunder Nahrung versorgen. Also da sollten wir von der Ernährungsministerin und Landwirtschaftsministerin nichts erwarten und da auch keine Förderungen stellen. Das entscheidend ist, ob die Politik sich entscheidet, die Wohlfühlstimme zuzulassen, auch wenn das bedeutet, also sozusagen für die Politikkönige, also wir haben ja die Milliardärskönige und die Politikkönige, die die Welt beherrschen, und unsere geliebten Politikkönige sozusagen, die müssen wir alle zusammen überzeugen, dass die 10-fache Verbesserung ihrer Lebensqualität durch die Wohlfühlstimme und die 10-fache Verbesserung ihrer Gesundheit und die x-fache Verbesserung ihrer Langlebigkeit durch die Wohlfühlstimme ihnen viel mehr einbringt als die Geschenke der Konzerne und der Lobbyisten und der Parteispenden und so weiter. Gerade war ja der SPD-Politiker Gabriel im Gespräch, dass er eben von Tönnies Gehälter angenommen hat, Gelder angenommen hat nach seiner politischen Karriere. Also das müssen natürlich die Politiker abwägen. Und wir alle müssen sie gemeinsam überzeugen, dass die Wohlfühlstimme ihnen viel mehr Pluspunkte bringt als den Verlust auf die Gelder der Lobbyisten und der Konzerne. Denn da würde es in Zukunft keine Gelder mehr geben. Weil jeder Politiker muss dem Bürger ja durch die Wohlfühlstimme dienen und nur dem Bürger und allen Bürgern, ja, weil er sonst ja nie wiedergewählt wird. Ne? Also das heißt, da würde sich die Politik sozusagen, also und auch Lobbyisten würde es nie mehr geben, weil es sich für die Konzerne nicht mehr rechnet, weil die Verdienstzuschläge an die Konzerne sind ja abhängig davon, dass es den Bürgern gut geht in Zukunft, und dadurch würde sich Lobbyismus nicht mehr rechnen und auch Parteispenden würden sich nicht mehr rechnen, also würden die Konzerne nie wieder einen Lobbyisten losschicken und nie wieder eine Parteispende machen. Ja? Und deswegen müssen wir die Politikkönige überzeugen,
dass ihr Gewinn durch die Wohlfühlstimme an Lebensqualität, Lebenslust, Lebensfreude, Gesundheit, Langlebigkeit so gewalt und dem allgemeinen Wirtschaftswunder, von dem ja dann auch die Politiker profitieren, dieses allgemeine Wirtschaftswunder für Deutschland, dass wir sie also überzeugen müssen, dass die Summe dieser Vorteile viel größer ist, sehr viel größer ist als alles, was sie jemals von Konzernen oder von Lobbyisten bekommen können, wenn sie die Wohlfühlstimme ablehnen. Ne? Das muss das entscheidende Argument sein. Schluck Leitungswasser. Ja. Ja, dann stellte man fest, dass Fridays for Future, eine Sendung war, dass Fridays for Future Ludwigsburg wohl den Bruch der Vereinbarungen über Subventionen fordert von der Politik. Und die sind sich gar nicht klar darüber, dass die Politik da Vereinbarungen hat, so im Wort steht, dass die Subventionen ja bestimmten Industrien versprochen wurden und dass man nur, wenn man vertragsbrüchig würde, sozusagen diese Subventionen stoppen würde. Und immer wieder wiederholt Fridays for Future solche unsinnigen Forderungen nach dem Bruch der Vereinbarungen über Subventionen. Das kann die Politik nicht machen, ja? Und dann eine andere, das war die Fridays for Future Weimar, hat wohl offensichtlich laut einer Internetfernsehsendung eine Hetze gegen die Polizei betrieben. Einerseits habe ich ja eben nachgewiesen, dass die Polizei ja tatsächlich sozusagen täterfreundlich geworden ist. Aber das Schlimme ist, dass die Polizei ja gerade eben viel zu milde umgeht mit den Linkskriminellen am Links, die bei Fridays for Future großenteils am Ruder sind mittlerweile, ja. Und von daher ist es also sozusagen ganz richtig, dass die Polizei wenigstens einigermaßen hart gegen diese Linkskriminellen vorgeht. Sie müsste noch viel härter gegen diese Linkskriminellen vorgehen. Aber Fridays for Future Weimar beleidigt selbstverständlich die Polizisten, als ob diese Verbrecher seien, sozusagen. Ja, natürlich haben Polizisten eine Tendenz, sich mit Kriminellen zu verbinden, sozusagen, und zu, sozusagen. Aber gegen die Linkskriminellen greift die Polizei viel zu wenig hart durch, eben gerade, weil sie sich eben mit Kriminellen zu sehr solidarisiert. Ne? Ja, und dann müssen wir uns nochmal klar machen, dass ja bei jeder Kita-Öffnung und Schulöffnung, wo der Corona-Test dann gleich mit Gewehr bei Fuß steht, das kann nie was werden, denn bei jeder Kleinigkeit wird man alle Kinder sozusagen mit einem Testterror überziehen und dadurch wird man dann wieder ganz viele Pseudo-Outbreaks erzeugen, weil ja dann die Bürger wieder denken, diese Testpositiven seien kranke Kinder, ansteckende Kinder, gefährliche Kinder, schwer erkrankte Kinder und so weiter. Und dadurch kann das nie was werden. Ja, also wahrscheinlich wird das mit einer richtigen Schulöffnung nichts mehr werden die nächsten Jahre oder Monate, weil einfach die Medizinindustrie einfach mit ihren Irrtümern jetzt den Staat so total im Griff hat, dass das nichts mehr werden wird. Ne? Ja, möglicherweise. Ja, und dann haben wir wieder eine Sendung gehabt mit einem Professor, einer Professorin, glaube ich, für Soziologie. Da schrillen bei uns natürlich schon die Alarmglocken. Vorsicht, Vorsicht. Eventuell fehlende naturwissenschaftliche Basis. Ne? Deswegen war die Sendung auch wieder voller leerer Worte, ne? Weil eigentlich hätte die Professorin sagen müssen, ich bin ideenlos. Aber so ist es eben. Leider ist es so, wir müssen uns damit abfinden, dass das Mittelmaß überall die Ideenentwickler wegdrängt. Schauen wir es uns mal an. So. Schauen wir es uns mal kurz an hier.
Also überall, leider ist es in der Welt immer so. Das Mittelmaß verdrängt die Ideenentwickler. Also Kopernikus, Kepler, Galilei, Gregor Mendel, Alfred Russel Wallace und Charles Darwin, so die, und Isaac Newton können wir vielleicht noch dazu nehmen. Diese großen Denker wurden immer weggedrängt von dem Mittelmaß der Universitäten sozusagen. Denn die wollen ja die Größten sein, obwohl sie keine Ideen haben. Und die, die die wirklich großen Ideen haben, ja, die werden so lange wie möglich weggedrängt von dem Mittelmaß, ne? Das, so ist es leider aber. Ja, das heißt, und gucken wir uns die ganze Gesellschaft an, ja, also. Das Mittelmaß bleibt unter sich, ja. Also gucken wir uns die Normalverteilung an. Also es sind praktisch, die gesamte Gesellschaft ist in lauter Sekten gespalten, auch in der Wissenschaft. Das macht keinen Unterschied, ob innerhalb der Wissenschaft oder außerhalb der Wissenschaft. Es sind alle Sekten, ja. Und zwar haben wir lauter Sekten. Die einen verstehen Kopernikus nicht und die, weil sie eine ganz niedrige Intelligenz haben. Das sind die ganz Dummen. Das sind nur wenige und die haben deswegen auch nur wenige Fans, weil es gibt nur ganz wenige ganz Dumme sozusagen. Ja? Und die glauben, die verstehen weder Kopernikus noch Kepler noch Galilei noch Isaac Newton und ja, also die verstehen das nicht. Und deswegen zum Beispiel haben wir da die Flacherdler. Ja, das sind also die Flacherdler. Das sind wahrscheinlich die Dümmsten der Dümmsten, ja, weil die einfach überhaupt nichts verstehen, auch nicht das, was schon seit Jahrhunderten bekannt ist, nicht verstehen. Ja. Und dann kommen so die etwas weniger Dummen, ja, und die, da gibt es schon viele Fans, ne, die glauben, ja, die glauben jetzt immerhin schon, dass die Erde so eine Art Kartoffel ist, also immerhin sowas annähernd Kugelartiges oder Rundes oder so, also kartoffelartig ist, ja, und so weiter. Aber diese sind jetzt wiederum zu dumm, ja, um zu verstehen, also um die einen, die verstehen Gregor Mendel nicht, ja, mit seinen, wie heißen sie, Mendelschen Regeln, ja, verstehen das nicht, ja. Und die haben dann sehr viele Fans, weil die sind mitteldumm, ne? Ja, mittelklug. Das sind so auch die mittelklugen Wissenschaftler, ja. Und die haben natürlich massenhaft Fans und verdrängen natürlich auch in den Medien und so weiter überall mit ihrer Mittelmäßigkeit eben und sorgen dafür, dass die hier nirgends Gehör kriegen, ja. Und dann haben wir hier lauter Wissenschaftler und so weiter, die also Alfred Russel Wallace nicht verstehen und Charles Darwin nicht verstehen. Ja, und das sind eigentlich die Kreationisten unter den Wissenschaftlern. Also das sind die ganzen Pseudowissenschaftler, von denen gibt es unter den Geisteswissenschaftlern sehr viele. Ganz besonders, wenn es darum geht, Charles Darwin und Alfred Russel Wallace auf die Evolution von gesellschaftlichen Systemen anzuwenden, wie das die Next Scientists for Future machen. Und die haben aber auch noch ziemlich viele Fans. Und diese Sekte quasi der Pseudowissenschaftler hat, die ist eben, die sind eigentlich verkappte Kreationisten. Zumindest wenn es darum geht, zumindest wenn es darum geht, die Evolutionsbiologie gekonnt auf gesellschaftliche Systeme und aller Art anzuwenden. Ne? Und dann haben wir hier die einzige Ausnahme in der Welt, die Next Scientists for Future und den Weltrat der Weisen, die also sozusagen die einzigen Nicht-Kreationisten sind und Charles Darwin und Alfred Russel Wallace präzise anwenden können auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Systeme. Ne? Und das ist die Realität. Und damit müssen wir uns abfinden. Deswegen hier haben wir natürlich auch im Internetfernsehen nur wenige Fans, weil hier, es gibt eben leider nur ganz wenig sehr kluge Menschen. Und deswegen können wir auch nur sehr wenige Fans haben. Wir können immer nur hoffen, dass wir irgendwann ein genialer, hochgradig kluger Milliardärskönig uns versteht.
oder irgendein genialer Politikkönig uns versteht oder irgendwas und dann irgendwie die Wende kommt. Ja? Oder ein genialer Journalist uns versteht, eine Ausnahmeerscheinung. Ja? Und wir können nur auf diese Ausnahmeerscheinungen hoffen. Ne? Denn leider ist es wohl so, wie es ist. Wie Albert Einstein, der für mich persönlich kein Genie war, sondern ein durchschnittlicher Wissenschaftler oder vielleicht leicht überdurchschnittlicher Wissenschaftler, aber weit entfernt von den Genies war. Aber er hat zumindest richtig erkannt, dass die Dummheit der Menschheit unendlich ist. Also weil einfach das hier ist die Masse und die Masse ist eben dumm, ja. Und die Einst und die Klugen, das sind nur ganz wenige. Auf der Welt haben wir im Moment nur, vielleicht nur in der Größenordnung von 100 wirklich klugen Menschen. Ja? Und die von denen sind 20 aktive Mitglieder bei den Next Scientists for Future und beim Weltrat und so weiter. Und die 100 anderen der Geschichte und der letzten 1000 Jahre, auf die berufen sich die Next Scientists for Future. Ja, ja, und leider ist es so traurig. Ja, das heißt also, und die wahren Wissenschaftler haben immer einen unendlich schweren Stand gegen die Masse der Pseudowissenschaftler und anderen Sektierer sozusagen, die Kreationisten und Flacherdler und all diese Leute, ne? Und die Verschwörungstheoretiker aller Art natürlich, ne? Ja, und dann schauen wir mal. Ja, schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Ja, also wie gesagt, das Mittelmaß drängt die richtigen Ideenentwickler immer weg aus dem öffentlichen Bewusstsein. Aber so ist es halt. Das können wir wohl nicht ändern. Das ist so, ist halt die Evolution. Ja. Ja. Ja, das Mittelmaß bleibt unter sich, ja, und deswegen also werden wir auch so selten eingeladen als Experten bis jetzt, ja, einfach weil das Mittelmaß, die Mittelmaß-Sekte sozusagen bleibt unter sich und will ihre Irrtümer halt einfach weiterführen und so weiter und will mit von wichtiger, richtiger Wahrheit wollen die halt nichts wissen. Und das ist immer so in der Evolution. Jedenfalls in der Evolution der Marktwirtschaften und der arbeitsteiligen Systeme, denn dort besteht ja kein Interesse an Wahrheit, sondern die gewinnbringende Irrtümer, die karrierefördernden sozusagen vorteilbringenden Irrtümer bestimmen ja das Geschehen sozusagen und die ganze Szene. Ja, Schluck Wasser, Schluck Leitungswasser wieder. So, was haben wir denn hier noch? Dann wurde berichtet, dass der Elektroschrott überhand nehmen würde. Ja, aber das ist doch ganz normal. Ist doch ganz klar, dass die soziale Marktwirtschaft die Erde ruinieren muss. Das habe ich ja jetzt wieder heute in der heutigen Sendung zum 1000. Mal wieder bewiesen und belegt. Ja, sozusagen. Ja, und dann das ZDF beschwörte gestern Abend wieder sozusagen die Todeszahlen für Trump und wahrscheinlich erhofft man die auch ohne böse Absicht. Also das ZDF hat ja keine böse Absichten. Das will ja jetzt nicht, dass die Leute alle sterben, aber natürlich hat das ZDF auch ein Interesse daran, dass seine Sicht der Welt auch bestätigt wird. Und die Bestätigung kann jetzt nur kommen, indem jetzt in den USA ganz viele Todeszahlen jetzt kommen. Insofern erhoffen sie natürlich die Todeszahlen für Trump, weil natürlich jeder Mensch seine falsche Weltsicht natürlich bestätigen will, ja.
Und von daher sozusagen, also ich denke, Trump wird keine Chance haben, denn auch Bolsonaro oder auch der Präsident Weißrusslands wird natürlich immer einen schweren Stand haben, denn alle Ärzte in seinem Land, alle Pharmazeuten in seinem Land werden alles tun, damit die Illusion eines Killer-Virus entsteht, denn alle glauben ja an den Killer-Virus, an das Killer-Virus, den Killer-Virus, ja. Ja, und die soziale Marktwirtschaft ruiniert die Erde und deswegen machen wir jetzt unsere übliche Verabschiedung hier. Also, ich habe ja eben diese ganzen Sekten sozusagen abgebildet bei der Normalverteilung hier, ja, nochmal hier. Die ganzen unwahren Sekten, ja, und garantiert gibt es bei den Next Scientists for Future auch Irrtümer, weil die natürlich auch nicht alle Wahrheiten der Welt erfassen, sondern das wird in Zukunft wird es dann wieder noch bessere Ideenentwickler geben als die Next Scientists for Future. Aber im Moment sind halt die Next Scientists for Future die Weltspitze, ne? Sozusagen des Denkens und der Denkfähigkeit. Und ja, und jetzt all die anderen und was wir jetzt in der Liste drin haben, das sind die, die wenigstens noch hier irgendwie liegen, ja? Und die anderen, die dann hier liegen, die nennen wir natürlich gar nicht, denn da hätten wir viel zu tun, all diese Sekten zu nennen, ja? Also wir nennen jetzt in der Liste unserer gefährlichen Irrtumsträger halt die mit ihren gefährlichen Irrtümern, die ungefähr hier angesiedelt sind. Und die mit ihren ganz, ganz gefährlichen Irrtümern hier sozusagen, die erwähnen wir gar nicht, denn da hätten wir viel zu tun. Also sind hier wie immer nur noch die Besten unter den Trägern gefährlicher Irrtümer aufgelistet. Ja? Also hier lesen Sie sich wieder alles durch. Ja, IFO-Institut, die Wirtschaftsweisen, natürlich. Die sind eben nicht, das sind die mit, die haben viele gefährliche Irrtümer, aber eben nicht so viele wie viele andere. Ne? Ja, und deswegen hier, ich habe ja heute vieles wieder genannt, das Irrtümer trägt, Gemeinwohlökonomie und so weiter, haben wir ja alles genannt. Und so weiter, Fridays for Future mit ihren gefährlichen Irrtümern und so weiter, ja, so, ich gehe mal hier hin, so, Fridays for Future mit seinen gefährlichen Irrtümern, Luisa Neubauer hatten wir ja gestern mit ihren gefährlichen Irrtümern und so weiter. Bei Nachdenkseiten bin ich gar nicht so klar bis jetzt, wie viele Verschwörungsanteile die haben, aber natürlich haben sie auch die üblichen gefährlichen Irrtümer. Also sozusagen, Sie können sich auch die Nachdenkseiten hierhin denken, ja. Wir können ja mal hier die NDS reintippen, ja. Also wir können sie doppelt führen, weil unklar ist, wie weit sie auch in die Rubrik der Verschwörungstheoretiker gehören, sozusagen. Und wie weit sie sozusagen, lassen wir das mal offen, wie weit die Nachdenkseiten nur die normalen Irrtümer in sich tragen und wie weit sie auch verschwörungstheoretische Irrtümer in sich tragen. Lassen wir das mal offen. Und dann, wie gesagt, die unterste Rubrik der Irrtumsträger ist, die wir überhaupt erwähnen, ist die ESO, Spiro, Psycho, Nahrungsergänzungs-, Gesundheits-, Geschäftsbranche des Internetfernsehens und die entsprechende Abzocke, ja. Aber, und wie gesagt, und danach kommen dann die, wie ich es eben ja gezeigt habe, die ganzen sozusagen unterirdischen gefährlichen Irrtumsträger sozusagen, ja, die und all diese entsprechenden Sekten, ja. Ja. Also vergessen Sie nicht, dass mit unserer Auflistung immer auch das Lob verbunden ist, dass Sie zumindest nicht zu den allergefährlichsten Irrtumsträgern gehören. Ne? Ja, und damit muss ich jetzt dann das noch abspeichern jetzt, damit das auch schön gespeichert ist. Ja, so. Ja, und dann war es das mal wieder für die jetzige wissenschaftliche Tagesschau heute.
Tschüssi, bis bald. Und wie gesagt, wir können nur beten und hoffen, also beten natürlich nicht, ja, aber hoffen darauf, dass endlich irgendwann der erste hochintelligente Milliardärskönig oder Politikkönig oder Journalistenkönig kommt und sozusagen sagt, ja, hoppla, ich verstehe die Next Scientists for Future und ich sehe, dass das die Weltrettung ist, sozusagen. Und die einzige Wahrheitsinstanz, die wir zurzeit haben. Ne? Alles klar, bis bald. Tschüssi.